Hier arbeitet Frieda. Ich nenne sie einfach so, obwohl ich nicht erkennen kann, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ach so, Sie kennen Frieda ja gar nicht. Frieda gehört zu der Familie der Herbstspinnen. Aber schauen Sie einmal selbst. Spinnen brauchen den Netzbau nicht zu lernen. Das können sie sofort nach der Geburt. Und zwar in perfekter Form. So weiß auch Frieda ganz genau, wie sie vorgehen muss. Zunächst zieht sie einen Faden zwischen zwei Festpunkten. Dann läuft sie auf den Faden zurück und spinnt dabei einen lockeren Faden, der auch an den Festpunkten befestigt wird. Von dort bewegt sie sich über den lockeren Faden zurück und lässt sich in der Mitte fallen, um einen dritten Festpunkt zu finden, und zieht das Ganze stramm. Dann beginnt sie, die Speichen zu bauen, wie hier skizziert. Dabei benutzt sie die schon fertigen Verbindungen zum Laufen und Festhalten. Nachdem das Grundgerüst fertig ist, beginnt sie, die Querverbindungen zu spinnen, wie hier zu sehen ist. Frieda arbeitet recht schnell, und damit ihre mühevolle Tätigkeit genauer betrachtet werden kann, sind einige ihrer Bewegungen in Zeitlupe zu sehen. Wie es sich für ihre Gattung gehört, spinnt Frieda ein Radnetz. Es gibt Spinnenarten, die bauen andere Netztypen, die als Trichter, Decken oder als Raumnetz bezeichnet werden. Die Seide, aus dem ein Spinnennetz besteht, ist ein Protein, das in den Spinnwarzen zu Fäden gesponnen wird und sich erst an der Luft verfestigt. Spinnen sind in der Lage, verschiedenartige Fäden zu spinnen. Für den Rahmen und die Grundstruktur des Netzes werden besonders feste und starke Fäden gesponnen. Diese Fäden sind meistens trocken, im Gegensatz zu den klebrigen Fäden, die sie überwiegend für die Fangspirale produzieren. Diese Fäden sind hochelastisch, weil dadurch Stöße, die durch die angeflogenen und auch gefangenen Insekten entstehen, abgefedert werden können. Außerdem nutzen die Spinnen auch ihre Spinnseide als Sicherheitsfaden, mit deren Hilfe sie ihren Weg zurückfinden können. Sie können sich aber auch damit auffangen, falls sie mal fallen sollten. Es ist doch erstaunlich, dass so ein Netz, je nach Größe, aus 20 bis 60 Meter Seidenfaden besteht. Und man kann sich denken, dass die Spinnen für dessen körperinterne Produktion enorm viel Körperaufbau-Eiweiß verbrauchen. Übrigens, die Spinnen zählen zu den Geschöpfen des Tierreiches, die am wenigsten erforscht sind. Und so gibt es nur 35.000 Spinnenarten, die man kennt. Nach den Vermutungen der Experten gibt es mindestens noch weitere 35.000 Arten, die bisher noch nicht untersucht wurden.
Der Körper einer Spinne besteht aus dem Vorderteil und dem hinteren Teil, die beide über einen dünnen Hinterleibsstiel verbunden sind. Diese Gliederung erhöht die Beweglichkeit der Spinnen beim Netzbau und der Jagd. Die meisten Spinnen haben 4 Augenpaare, also 8 Augen, die fast immer in 2 Reihen angeordnet sind. Es gibt auch Spinnen mit weniger Augenpaare. Wie die Augen befinden sich auf dem vorderen Körperteil auch die Gliedmaßen. Am ersten Gliedmaßenpaar sitzt je eine Giftklaue, in deren vorderem Ende sich die Öffnung der Giftdrüsen befindet. Das zweite Gliedmaßenpaar sieht fast so aus wie Beine, sind es aber nicht, sondern sind als Tastorgane umgewandelt. Bei den Männchen sitzt an eines dieser Tastbeine auch das Begattungsorgan. Auch am vorderen Körperteil befinden sich die 4 Paar Laufbeine. Im hinteren Teil des Körpers sitzen die Atmungsorgane, sowie die Spinndrüsen mit den Spinnwarzen. Hier entsteht der Spinnfaden. Gerade hat Frieda ihr Netz fertig gebaut und schon hat sich ein Insekt verfangen. Alarmiert durch die Bewegung der Netzfäden hat sich Frieda todesmutig auf ihre Beute gestürzt und ein langer, erbitterter Kampf beginnt. Sie versucht zunächst mit den Giftklauen ihrem Opfer Gift einzuspritzen. Dadurch will sie eine Lähmung der Beute erwirken. Während das Opfer langsam erlahmt und dessen Widerstand und Kraft immer mehr schwindet, beginnt Frieda, ihre Beute mit klebrigen Seidenfäden einzuwickeln und dadurch kampfunfähig zu machen. Es ist eine schwere Arbeit für Frieda und wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb zwischendurch ein paar Bemerkungen zu der Fortpflanzung der Spinnen allgemein. Um die Begattung durchzuführen, spinnt das Männchen zunächst ein kleines Netz, in dem es sein Sperma absetzt. Mit dem Befruchtungsorgan am vorderen Körperteil nimmt es die Flüssigkeit auf und behält diese vorerst. Danach erst sucht er sich eine Partnerin. Vor der Begattung erfolgt bei vielen Spinnenarten ein ausgeprägtes Liebesspiel. In Friedas Familie der Herbstspinnen ist es üblich, dass zur Zeit der Paarung mehrere Männchen am Rand des Netzes warten, bis sich Beute im Netz verfängt. Sofort stürzen die Männchen nun heraus, um zu der Beute zu gelangen. Der Erste, der das Ziel erreicht, wickelt die Beute ein und darf nun mit dieser als Schutz das Weibchen umwerben. Ist die Paarung beendet, trennen sich die Spinnen, wobei er dann das Netz meistens unbeschadet verlässt. Da die Geschlechter der Herbstspinne beinahe gleich groß sind, kommt es nicht zu dem Drama, wie es bei vielen anderen Spinnenarten, wo das Männchen, das erheblich kleiner als das Weibchen ist, nach der Begattung aufgefressen wird. Musik
Nach einigen Wochen legen die Weibchen ihre Eier in die dafür eigens gesponnenen Kokons. Je nach Spinnenart schlüpfen nach 15 Tagen bis 8 Wochen junge Spinnen aus den Eiern. Die weitere Entwicklung der Spinnen erfolgt schrittweise, da ihre Außenhaut nicht mitwachsen kann. So wächst bei jedem Schritt unter dem alten ein neues Außenskelett. Irgendwann sprengt die alte Außenhaut auf, das heißt, die Spinne häutet sich. Dabei werden auch verlorene oder beschädigte Gliedmaßen und Spinnwarzen ersetzt. Bis eine Spinne ausgewachsen ist, häutet sie sich 5 bis 10 Mal. Nun zurück zu der kleinen Frieda. Total erschöpft hat sie es mittlerweile geschafft, sich genüsslich an ihre Beute heranzumachen. Um den Fang zu verspeisen, pumpt sie ein Verdauungssekret in den Körper des Opfers. Dieses Sekret löst die inneren Organe der Beute auf. Der so entstandene Nahrungsbrei wird von Frieda mittels spezieller Borsten um der Mundöffnung und einer sogenannten Gaumenplatte gefiltert, sodass grobe Partikel nach außen befördert werden und nur die flüssige Nahrung in ihren Magen gelangt. Na denn, Frieda, einen guten Appetit!